meine Lieben, und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV nach unserem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Ja, meine Stimme ist leicht angeschlagen, aber ich habe euch das Video versprochen und hier kommt's. Aber bevor wir zum Spiel kommen, habe ich hier noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar geht es ja um euch. An dieser Stelle von meiner Seite ein mega großes Dankeschön an all eure Unterstützung, an alle neue Abonnenten und an diesen unfassbar kranken Support zum Vorberichtsvideo vor unserem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. 1681 Aufrufe, 41 Likes, 20 Kommentare. Damit ist dieses Video mit Abstand das erfolgreichste in dieser Saison. Ja. Mein erfolgreichstes Video zum Beispiel hat genau 4.936 Aufrufe und 123 Likes. Das mal zum Vergleich. Aber dass das Vorberichtsvideo dermaßen durch die Decke gegangen ist, das ist wieder so typisch YouTube. Das ist wie dieser berühmte Algorithmus. Wenn man bedenkt, zum Beispiel nach dem 3-1-Sieg gegen Nürnberg, das Video hat keine 300 Aufrufe. Und ich muss auch zugeben, meine Motivation war echt letzte Woche nicht gerade so hoch, weil, jo, der Support hat mir ein bisschen gefehlt. Aber, ja, das Video gegen Rostock und natürlich das Vorberichtsvideo jetzt zum Beispiel, die waren halt wieder richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also, es ist halt, ich verstehe es halt nicht, kann mir keiner erzählen. Ein Vorberichtsvideo hat fast 1700 Aufrufe. Und ein Video, wo wir ein Spiel gewonnen haben gegen Nürnberg, hat gerade mal, was waren es, 278 bekloppt. Aber natürlich kann man das erklären. Ich habe es gerade kurz angesprochen, das ist eben dieser Algorithmus. Und dass das so gut gelaufen ist, das letzte Video, liegt natürlich ganz allein an euch, an den Zuschauern. Es wurden sehr viele Kommentare geschrieben, sehr viele, sehr interessante Kommentare übrigens. Es gab sehr viele Likes und wir haben, ja, ich sage, wir haben sehr viele neue Abonnenten dazu bekommen und haben jetzt die 400 geknackt, 402 Abonnenten aktuell. Herzlichen Dank, Leute. Oh, das hat mich wirklich brutal die Woche von den Socken gehauen. Das hätte ich niemals erwartet. Ich dachte so, ja, 300 bis 400 Aufrufe, wenn es gut läuft und ein paar Likes. Und dann alles gut. Mal gucken, wie es in Osnabrück spielt. Vielleicht kommt danach nochmal ein erfolgreiches Video. Aber dass das Ding so durch die Decke geht, hätte ich nie gedacht. Aber so ist halt YouTube. So funktioniert das halt. Ja, wie gesagt, Leute. Riesendank von meiner Stelle. Unfassbar. Fehlen mir echt die Worte. Also das hat mich die ganze Woche über echt begleitet und hat mich ja schon freudig gestimmt. Und auch wenn wir mal nicht immer einer Meinung sind, das ist aber ganz normal. Es gibt viele Leute, die sind oftmals auf meiner Seite, weil ich ja schon vieles kritisch sehe. Andere Leute sehen das anders da, aber das ist okay. Das ist halt normal, die hat eine andere Meinung. Und das ist ganz normal. Kann man ja drüber diskutieren, drüber reden. Weil letztendlich wollen wir alle nur eines. Nämlich, dass der FCK oben steht, dass es dem FCK gut geht. Ja, dass wir erfolgreich Fußball spielen, weil dann sind wir ehrlich, auch wenn es nur Fußball ist, aber dann geht es uns auch im Alltag doch schon ein bisschen besser, wenn der Lieblingsclub liefert. So, jetzt kommen wir zum Spiel VfL Osnabrück gegen den FCK. Ja, der FCK, wie gesagt, hat in Osnabrück einmal verloren in der zweiten Liga, das ist schon lange her. Das zweite Spiel dort hat man gewonnen. Und heute kam das erste Unentschieden dazu. Alter Verwalter, was zum Teufel ging hier heute ab? Waren die gestern auch feiern oder was? Was? Also, oh Gott. So ein Spiel macht einen doch völlig fertig. Letztendlich natürlich mit einem verdammt guten Ausgang für uns. 2:2 trennt sich der FCK letztendlich in Osnabrück. 2:2. Geht das Spiel letztendlich aus in Osnabrück. Aber was für eine unfassbare Chancenwuche heute vom FCK. Also, naja, aber wir fangen von vorne an. Jo, hätte eigentlich ziemlich gut laufen können.
der Ex-Lautra Grill fault Tetschi und es gibt Elfmeter für den FCK. Kraus nimmt sich den Ball und ich sage euch ganz ehrlich, mein Gefühl war sofort, er geht nicht rein. Das war mein Gefühl. Ja, verflucht. Ich hatte recht, er ist nicht reingegangen, war auch nicht gut geschossen. Der Nachschuss wurde auch noch gehalten. Grill sehr stark, ja, ehemalige Nummer 1 vom FCK, ne? Ja, und da muss man wieder mal sagen, typisch FCK, denn im direkten Gegenzug, glaube ich 90 Sekunden später oder so, erzielt Osnabrück das 1-0. Also das ist wirklich, es ist so typisch FCK. Da verkacken sie einen Elfmeter und im Gegenzug klingelt es dann beim FCK, also so unfassbar. Ja, ich muss sagen, Aare war komplett abgemeldet in der ersten Hälfte, da war gar nichts von ihm zu sehen. Und ja, Osnabrück hat das dann auch nicht schlecht gemacht, der FCK hat dann schon Probleme gehabt. Jo, und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Natürlich gibt es dann Videobeweis und Elfmeter für Osnabrück, das ist ja verständlich, muss ja so sein. Redondo, also der hat ja letzte Woche fast schon einen Elfmeter verursacht, da hat er noch riesen Glück gehabt, diesmal nicht. Keine gute Partie von Redondo, also sorry, es war richtig schlecht eigentlich. Ja, so, jetzt hat Osnabrück also einen Elfmeter. Mal gucken, was die machen. Und ja, natürlich, die schießen das Ding natürlich dann schön rein, ne? 2-0 für Osnabrück. Das sah dann zu diesem Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht gut aus. Der FCK spielte dann erst wieder Fußball tatsächlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da haben sie plötzlich Fußball gespielt und haben sich auch belohnt. Ja, Julian Nihus trifft per Kopfball nach einer Ecke und erzielt das sehr, sehr wichtige 2-1 psychologischer Vorteil, würde man da mal so behaupten. Ne? Kurz vor der Pause, ja, steht es dann nur noch 2-1. Das ist natürlich dann schon mal ziemlich gut. Zweite Hälfte ging dann los mit zwei Wechseln. Soldo für Kraus und Oboko für den schwachen Redondo. Ja, und danach, muss man halt sagen, ging es los. Ne? Also 32 Torschüsse insgesamt hatte der FCK in dieser Partie. Es war eine Katastrophe. Die Chancenverwertung, ich habe unsere Offensive in den letzten Wochen so brutal gelobt, weil sie wirklich sehr gut sind. Aber heute war es wirklich eine Vollkatastrophe. Allein Aare hätte, also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber mindestens 2-3 Tore erzielen können, vielleicht sogar müssen. Es ist nicht zu fassen, was die an Chancen verballert haben. Eine nach der anderen. Immer wieder Grill, abgeblockt im letzten Moment, was weiß ich. Es war wirklich zum Haare raufen. Ja, und der Dick Schuster hat dann alles reingeballert, was ging. Boyd kam rein. Sogar Clement wurde mal eingewechselt und Lobinger, alles was ging, vorne rein. Aber es schien so, dass heute der FCK noch 3 weitere Stunden spielen hätten können und kein weiteres Tor mehr dazu gekommen wäre. So hat man jedenfalls den Eindruck gehabt. Und dann, also das kann man halt auch wirklich niemand erzählen, gibt es den zweiten Elfmeter für den FCK. Terence Boyd hat damals das Siegtor erzielt, als wir in der dritten Liga gegen Osnabrück das letzte Mal gespielt haben. Ihr kennt die alle die Geschichte, ich werde es jetzt nicht nochmal erzählen. Heute trifft er nicht. Warum? Weil der Elfmeter wirklich sowas von Kacke geschossen war. Ich meine, der Elfmeter von Kraus war schon nicht gut, aber der Elfmeter von Boyd war unterirdisch. Grill hält einfach den zweiten Elfmeter. 2 Elfmeter verschossen in einer Partie. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist stramm. Das muss man erstmal hinbekommen. Alter, hab ich mich drüber aufgeregt. Es gab wieder einen Nachschuss oder ja, beziehungsweise einen Kopfball von Boyd, aber den hält Grill auch. Also es schien so, dass, wie gesagt, der FCK noch 3 Stunden hätte weiterspielen können und heute hier niemals ein Tor fallen. So hatte man jedenfalls den Eindruck. Doch dann kam die 98. Spielminute und es ist wirklich ein Wunder passiert, denn der FCK verliert das Ding nicht. Sie spielen wirklich noch 2-2. Boris Tomjak mit seinem ersten Saisontor. Unglaublich. Köpft das Ding rein, das Ding wird abgefälscht.
Und diesmal kann auch Krill nichts machen. Und das ja, war natürlich mega geil. Ne? Der FCK bleibt auch im 6. Spielfolge ungeschlagen. Unfassbar, das kann man wirklich niemand erzählen. Also die Osnabrücker, die werden sich sowas von aufregen und sowas von ärgern, dass sie das jetzt doch aus der Hand gegeben haben. Denn ganz ehrlich, das, mit so einer Chancenwuche hat es der FCK eigentlich gar nicht verdient, da überhaupt noch einen Punkt mitzunehmen. Aber so ist halt der Fußball. Der FCK steht damit auf Platz 6, 14 Punkte. Ja, Osnabrück wäre mit einem Sieg an Braunschweig vorbeigerutscht. Aber mit diesem einen Punkt bleiben sie mit 5 Punkten auf Platz 18. Wie gesagt, der FCK auf Platz 6 mit 14 Punkten. Also ich kann mit diesem Unentschieden letztendlich sehr gut leben, weil man in der allerletzten Sekunde halt noch das Tor erzielt hat. Aber allein von den Torchancen in der zweiten Hälfte hätte der FCK das Ding hochhaus gewinnen müssen. Ist nicht so gut. Wie gesagt, ich kann mit einem Punkt in Osnabrück leben. Gerade so, wie das, wenn man 2 Elfmeter verschießt und dann doch noch einen Punkt mitnimmt. Sollte man sich, denke ich, nicht beschweren. Alter, weiß ich. Ja. So. Okay. Nächstes Spiel ist am Freitag. Das Spiel werde ich nicht schauen können. Ich weiß auch nicht, wann ich das Video rausbringe. Es wird dann wahrscheinlich erst samstags kommen. Gegen Hannover. Auf dem Betzenberg. Heimspiel. Boah, bin ich auch guter Dinge, dass man da 3 Punkte einfahren kann. Ob es ein Vorberichtsvideo zu Hannover gibt, Leute, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Theoretisch, ja, müsste ich Zeit haben. Das wird dann wahrscheinlich am Dienstag kommen. Aber zu 100% würde ich es nicht sagen. Aber ich denke, das klappt. Ja, Leute, und ansonsten, wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle neue Abonnenten, an all meine Zuschauer. Ihr seid echt die geilsten, also was ihr da unter der Woche abgerockt habt, unfassbar. Und ja, das soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Bleibt alle gesund. Schöner Feiertag am Dienstag. Und wir hören uns dann wahrscheinlich zum Vorberichtsvideo gegen Hannover 96. Ciao, Leute.